Hallo meine Lieben, hier ist Kali S. von Kreatives Leben und heute bin ich wieder bei euch mit einem Kooperationsvideo. Und ihr wisst, was es heißt. Das heißt, unbedingt unter dem Video nachgucken. Da gibt es die Infos aller anderen Teilnehmer und es gibt auch hinten nach dem Video, also nach meinem Tutorial, gibt es dann auch alle Details. Also unbedingt nachgucken und bei den Kollegen ihre Vorstellung von Halloween nachgucken. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. So, ihr seht, ich habe schon angefangen und ihr habt noch nicht alles gesehen. Also ich habe einen Teil weggeschnitten, weil sonst das wieder ellenlang geworden wäre. Also es ist zwar schon beschleunigt und ich weiß nicht was alles, aber ich schaffe es einfach nicht, kurze Videos zu machen. Oder es fällt mir einfach schwer, sagen wir mal so. Also was habe ich vorher gemacht? Ich habe einen Tombow-Marker genommen, einen blauen, und habe einfach skizziert. Das heißt ein Haus, ein Baum, zwei riesen Kürbisse, zwei Kinder. Und dann habe ich das Ganze mit Gesso übermalt. Und was ihr vielleicht seht, es ist dann auch ein bisschen verlaufen, weil Tombow-Marker sind ja wasserlöslich. Und das kann ein Vor- oder Nachteil sein, aber hier lassen wir es zu unserem Vorteil gewähren, weil wir diese blaue Schrift dann immer wieder hervorscheinen lassen. Also ihr werdet sehen, es macht so einen ganz besonderen Eindruck und ich finde es eigentlich sehr, sehr schön. Also ich habe Tombow-Marker und Gesso benutzt und jetzt bin ich dabei, mit Acrylfarbe alles anzumalen. Und ich versuche einfach wenig Farben zu benutzen. Und zwar habe ich von Dalaroni Burnt Umber genommen. Und dann habe ich rote Farbe genommen von Amsterdam, Pyrolrot Dunkel. Ganz eine tolle leuchtende Farbe für die kleinen Äpfelchen und fürs Dach und dann auch für das Mädchen, also fürs Röckchen vom Mädchen. Und dann noch als letzte Farbe von Dalaroni Emerald, also grün. Ja. Das Ganze soll ja sehr, also ihr habt es vielleicht schon im Bild gesehen, das am Anfang ist, es wird alles ein bisschen sanfter, ein bisschen runtergetönt. Ich mag es ja normalerweise sehr laut und sehr bunt und glitzerig und so. Also das Bild ist es auf jeden Fall nicht, ausnahmsweise. Aber man kann ja auch ein bisschen Abwechslung bringen. Was ich hier mache, ich stelle sicher, dass ich diesen blauen Umriss immer beibehalte. Also ich male drumherum. Ja, der soll ja wieder hervorscheinen. Und das ist ja das Spannende bei diesen Tombow-Markern. Ihr könnt 3-4 Mal mit Gesso drüber gehen. Ich werde es nachher nochmal zeigen mit dem Süßes oder Sauer. Es scheint trotzdem durch. Also das ist echt spannend, wie das einfach nach und nach immer wieder durchscheint. Und vielleicht noch kurz als Info, die Idee oder die Vorgehensweise, die kommt nicht von mir. Die hat Carla Sonheim diese Methode entwickelt und ich finde es einfach klasse und hat mir gut gefallen. Und deshalb habe ich das jetzt ein bisschen kopiert als Idee. Aber ich werde auch ihr Link unter dem Video haben, so dass ihr bei Interesse nachgucken könnt. Sie macht so Kinderzeichnungen, Kinderbücher und ich finde das eigentlich klasse. Ich mag ja auch Gruseliges, das heißt, ich hätte auch ein gruseliges Halloween machen können, aber heute war mir eher um was eher Kindlicheres. Also deshalb dieses Bild. Und ja, ich habe den zwei Kindern, ich hatte mir noch überlegt, ob ich die Masken vor dem Gesicht halten soll, aber ich habe mir gedacht, nee, muss nicht sein. So, und weil die Kürbisse ja am Schluss orange werden sollen, habe ich dann über bis braun dann nochmal rot drüber gegeben und das Ganze muss natürlich getrocknet werden mit meinem Supertrockner. So, und dann wird alles wieder runtergefahren, einfach mit einem, mit Gesso. Mit meinem Schminkergesso in Weiß und man wird jetzt zum Beispiel die Äpfelchen trotzdem leicht durchscheinen sehen und ihr werdet auch sehen, dass es auch beim Kürbis oder beim Rasen, dass das Grün dann einfach nur jetzt viel dezenter zum Vorschein tritt. Also hat wirklich was. Es ist, ich weiß nicht, ob es im Video wirklich so rauskommt, wie es dann in Wirklichkeit aussieht. Also im Video,
Ich finde sowieso bei Fotos und Videos kann man die Realität leider nicht wirklich abbilden. Also ich kann es nicht. Vielleicht können das gute Fotografen, aber ich kann das nicht. Und also obwohl ich jetzt mit Gesso drüber gehe und ich versuche natürlich nicht zu viel Gesso drüber zu geben, sieht man alles immer noch. Ja, finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und ja, leider kommt jetzt Sonne und ich werde dann irgendwann mal dann aufhören, weil sonst seht ihr gar nichts mehr. Aber ich wollte auf jeden Fall alles mit Gesso bemalen, so dass ihr diese erste Stufe mal seht. Ja, ich versuche ein bisschen auch Schatten zu machen mit meinem eigenen Körper. Gelingt mir nicht immer. So, da und was ich auch noch versucht zu machen, ist mit einer Nadel, ich weiß nicht, ob ihr das seht, mit einer Nadel reinzukritzeln, sodass die drunter liegende Farbe dann trotzdem zum Vorschein tritt. Das heißt, das habe ich im Baum gemacht. Ja, und dann habe ich gewechselt, wie ihr seht, weil ich einfach gefunden habe, das ging nicht mehr mit dem Aufnehmen. Jetzt ist das Licht allerdings ein bisschen weniger hell, aber man sieht es ja trotzdem noch gut. Jetzt, wo alles trocken ist, ganz wichtig, sonst macht ihr eure Stifte kaputt, habe ich wieder Tombow-Marker genommen. Und das ist ein grüner Tombow-Marker zum Beispiel. Und da werde ich einfach alles ausmalen. Und beim Baum werdet ihr sehen, werde ich das dann anders machen. Also hier wieder Farbe, also es ist immer ein Farbe drauf geben, wieder mit Gesso drüber, Farbe drauf geben. Also es ist immer ein Spiel, eine Spielerei mit den Farben. Und ihr seht auch, dass die Farbe ein bisschen absorbiert wird. Dadurch wird sie ein bisschen weißlicher, ne? Also die wird vom Gesso absorbiert und dann ist es nicht mehr so ein starkes Grün. Also wenn es auf Papier wäre, dann würde es richtig leuchten. Hier ist es ein bisschen subtiler. So, und jetzt natürlich die Kürbisse orange, so wie sich das gehört. Und hier sieht man schon, dass die drunterliegende Farbe schon durchscheint. Also es ist nicht einfach nur orange. Und das ist das Schöne an dieser Methode, dass die Farben alle ein bisschen ja, miteinander interagieren. Ja, also hier zum Beispiel das Mädchen, das hat ein rotes Kleid. Jetzt gehe ich nochmal mit Rot drüber. Und am Schluss kriegt es dann so einen verträumten Eindruck, finde ich. Ja, also hier die Äpfelchen habe ich also nachgemalt. Also ich versuche immer wieder die gleichen Farben einzusetzen. Zum Beispiel hier, das ist das Orange von den Kürbissen. Braun habe ich benutzt für auch für den Baumstamm, für die Tür, für die Hose. Hier versuche ich jetzt auch den Kürbissen ein bisschen mehr Struktur zu geben. Und was ihr jetzt gut sehen könnt, manchmal male ich aus, also zum Beispiel mit dem Rasen, und manchmal spiele ich ein bisschen. Das heißt, ich gehe dann mit einem feuchten Pinsel und werde es dann ein bisschen verwaschen. Also, dass es nicht nur braun ist. Ja, das ist die Idee hinter der ganzen Methode ist, dass man Vielfalt in der Farbe bekommt. Ja, ich kann das nicht so gut erklären, aber es muss man sich halt von nahe wahrscheinlich angucken. Und es ist ja immer eine Spielerei, das heißt, es soll dunkel werden, aber nicht zu dunkel. Also hier eben mit Wasser wird der Tombow-Marker jetzt ein bisschen verstrichen und der Baum ein bisschen grün gemacht. Aber der ist ja schon grün vom Hintergrund, ja, von der Acrylfarbe, die unter dem Gesso ist. Das ist ja das Spannende. Und ich hatte ja so ein bisschen Blätter reingekritzelt, also dadurch kriegt das ja auch ein bisschen Struktur. Beim Dach mache ich das auch, das heißt, es wird ein bisschen pink eigentlich. Das Rot wird pink, wenn man es mit Wasser verstreicht. Und es ist dann nicht mehr eben so laut. Und ihr werdet dann auch sehen, beim Mädchen muss ich das dann auch ein bisschen mit Wasser verdünnen, weil das Rot dann im Vergleich zum Rest doch dann ein bisschen zu laut ist. So, hier schaffe ich noch ein bisschen Struktur mit meinem Tombow-Marker, damit das Dach ein bisschen Spannung hat. Es soll ja nicht langweilig sein, ja? Und ihr seht hier zum Beispiel hier beim Kamin nehme ich ein bisschen Farbe weg, das war mir zu braun.
Ich male dann noch einzelne Blätter aus beim Baum, damit das ein bisschen spannender ist. Also es ist immer ein Hin und Her zwischen nicht zu laut sein und doch trotzdem Spannung zu schaffen. Ja, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich da alles sage, aber ich hoffe, ihr seht das auch beim Bild, dass sich was da entwickelt. Also hier wieder nehme ich ein bisschen Farbe weg, auch bei der Tür, die war mir ein bisschen zu braun. Jetzt eben das Kleidchen, das ist dann ein bisschen rosener eher. Und das Spannende ist, dass ich den zwei Mädchen, also dem Mädchen und dem Jungen noch zwei kleine Bäckchen gebe, damit die ein bisschen gesund aussehen und ein bisschen Farbe ins Gesicht bekommen. Und dann geht es eigentlich schon los mit einem Kugelschreiber, das ich jetzt gerade eben jetzt kaputt machen werde. Darum habe ich nur noch die Mine in der Hand genommen und das soll ja auch sehr lose sein, deshalb stört mich das auch nicht so, dass das nicht so genau ist. Und jetzt wird alles nochmal umrandet. Also diesen Strich, wenn ihr euch erinnert vom Anfang, diesen blauen Jumbo-Marker-Strich, da wird einfach nochmal mit einem Kugelschreiber umrandet. Und da habe ich festgestellt, dass da was fehlt beim Weg. Mir hat, war das ein bisschen zu weiß und es waren ja zu viele Stellen weiß, also auch die Kinder waren ja weiß, das Haus ist ja sehr weiß, deshalb habe ich das braun gemacht. Ja, und mit dem Kugelschreiber skizziere ich jetzt weiter überall, damit ja, man das auch besser sehen kann. Ihr werdet dann das auch, wenn ich die Close-ups mache, dann sehen, dass das Ganze ein bisschen spannender wird dadurch. Ich kann das nicht anders formulieren. Und es ist nicht nur mein Kugelschreiber, sondern ich werde jetzt anschließend dann auch mit Bleistift drüber gehen. Und das klingt nach gar nichts, aber das macht es dann am Schluss dann aus, weil ich jetzt bei den Gesichtern zum Beispiel viel genauer zeichnen kann und jetzt ein paar Details dann machen kann. Also zum Beispiel die Blätter werden nachgemalt und die kleinen Äpfelchen und also ich finde, das macht unheimlich viel aus. Ich hätte es nicht gedacht, ja. Wie gesagt, die Methode oder diese Art von Malen ist nicht meine Idee. Ich mache die einfach nach. Die Zeichnung ist meine Idee, aber einfach die ganze Methode kommt nicht von mir. Aber ich fand das mit dem Bleistift, hätte ich nie gedacht, das macht das ganze Bild ja, spannender. Vor allem bei den Gesichtern der Kinder. Ja, also das ist echt. Hier zum Beispiel, das Mädchen hat ja so einen Totenkopf als Maske. Das sieht dann einfach witziger aus. Ja. So, im Gras mache ich noch ein bisschen kleine Grasbüschelchen, damit das eben ein bisschen auch eben spannender wird. Die Idee ist wirklich, trotzdem, dass die Farben eben so im Hintergrund sind, trotzdem Spannung zu kreieren. Und mit dem Bleistift kann man das sehr, sehr gut. Und was ich dann mit dem Bleistift auch gut machen kann, ist jetzt dieses Süßes und oder Saures nochmal nachzumalen. Und das ist echt spannend, wie es trotz mehrerer Schichten, Gesso, ich glaube, ich habe zwei oder drei Schichten gemacht, trotzdem immer wieder hervorscheint. Also das ist echt spannend, wie das dann ist. Mit dem Bleistift kann ich auch zum Beispiel den Baumstrunk oder Stamm ein bisschen noch umgehen. Und da ist mir aufgefallen, und das ist, glaube ich, auch das Letzte, was ich jetzt auch machen werde, dass da was fehlt, und zwar eine Sonne. Also es fehlte einfach was. Und da habe ich beschlossen, eine Sonne zu malen. Ich hätte eigentlich auch einen Mond malen können, ne? Also ich glaube, Halloween ist ja eher so in der Nacht. Da gehen die Kinder vorbei. Ja, im Nachhinein weiß man es immer besser. Und diese Sonne, die gefällt mir dann auch nicht ganz. Da hat mir was gefehlt und da habe ich beschlossen, halt nochmal mit Bleistift drüber zu gehen. Ich werde dann auch Sonnenstrahlen dazugeben, damit es ein bisschen spannender wird. So, und jetzt von nahe seht ihr vielleicht, was ich meine, diese Strukturen, diese verschiedenen Farben. Ich finde das ganz klasse. Es sieht echt toll aus von nahe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über ein Abo und über euren Daumen hoch. Also schaut unbedingt bei den anderen nochmal nach, ja? Tschüss, bis zum nächsten Mal.